Mittlerweile ist der BIMS so gut wie abgebaut hier in der Region. Am meisten Spaß gemacht, wahrscheinlich weil es auch verboten war, war zwischen den Arken, den über 4 Meter hohen BIMS-Steinen, die übereinander gestapelt waren, zum Trocknen aufgestellt worden sind, dort Verstecken spielen. Wenn ältere Menschen hier hinkommen, das ist das allererste, dass die beim Anblick von BIMS sahen, das hatten wir zu Hause. Das lag bei uns am Waschbecken, da haben wir uns die Schwielen mit weggeschmirgelt. Der BIMS hat hier in der Region die Architektur und auch die Bauweise stark beeinflusst. Ich glaube, Sie werden feststellen, dass noch viele Häuser durchaus mit BIMS-Steinen produziert werden. Die Leute wissen halt, dass das ein Baustoff ist, den sie über Jahre wunderbar genutzt haben. Und das letzte Haus war auch schon mit BIMS gemacht. Und sie haben ja nie Probleme gehabt.